Hallo YouTube. Herzlich willkommen. Hörst du das? Yep. Wir haben Gesellschaft. Ja. Zu einem weiteren Part von... Brauchen wir wirklich Verstärkung? Unknown Nine. Awakening. Eine mickrige Questorin fertig zu machen. Sicher, dass es nur eine einzige ist, Grünschnabel? Wenn du wüsstest, was ein einziger echter Questor kann, würdest du um Verstärkung beten? Okay. Ja, gut. Ich war gerade überfordert. Ja. Was zum Teufel ist denn los mit dir? Ach, mein Kopf. Beim nächsten Mal stirbt sie. Was beim nächsten Mal? Wer stirbt? Bin bereit, ein paar Fressen zu polieren. Okay, er war bereit. Reiß dich zusammen. Ist sonst noch wer hier? Okay, da oben ist einer. Kann ich bei ihm einen Sprung machen? Seid weiter auf der Hut. Sehr schön. So, mein Großer da oben. Ich glaube nur noch wir beide. Oh ne, da oben ist auch noch einer. Bleib mal ruhig mit der Waffe. Etwas ist faul. War das ein Questor? Kann ich mich noch mal aufladen? Ach ja, das gab's ja auch noch. Nur wir zwei. Ja, du und ich. Nur wir zwei. Was so? Was? Könnte ver... Wo bist du? Na,
Na komm schon, kämpf mit mir. So, wer hat Angst? Beeindruckend. Selbst ich habe dich kurz aus den Augen verloren. Tja. Du solltest mich mal an einem guten Tag sehen. Okay. Dann geht's hier weiter. Sehr schön. Kann man solche Kisten hier nicht aufmachen? Schade. Aber da ist ein Feuer. Ich dachte, wir wären wieder Feinde. Ich hätte gern wieder einen Fähigkeitenpunkt. Also, wo entlang jetzt? Hier hoch? Nein, wir sollen hier unten durch. Der Befehl lautet bei sich. Geh voraus, ich folge dir. Bleib in Deckung, ich übernehme das. Wo sind sie denn? Noch sehe ich keine. Es geht nicht anders. Wir müssen die beiden ausschalten. Mhm. Na wie? Ich kann sie noch nicht anvisieren. Da kommt jemand. Petrov, Eindringlinge! Wie geht? Was für ein dicker Brocken! Ja, die werden hier draußen ziemlich groß, was? Wir waren noch unsichtbar machen. Lager auf deiner rechten.
ich weiß nur nicht mehr wie. Ich weiß nicht mehr, wie ich mich heile. Versuch's ja. Ich habe kein Magnum mehr und kann gar nichts. Ich sterbe. Ja, ich bin tot. Nee, ich hatte nichts mehr. Ich konnte mich nicht heilen. Gar nichts mehr machen. Es geht nicht anders. Wir müssen die beiden ausschalten. Da kommt jemand. Petrov! Eindringlinge! Wie geht? Was für ein dicker Brocken! Ja, die werden hier draußen ziemlich groß, was? Mhm. Brocken. Oh mein Gott. Ich frage mich, wie viel so etwas wie die Morningstar kostet. Allein die Wartung. Wie war denn noch mal heilen? Okay. Es geht nicht anders. Wir müssen die beiden ausschalten. Da kommt jemand. Petrov! Eindringlinge! Wie geht? Was für ein dicker Brocken! Ja, die werden hier draußen ziemlich groß, was? Du bist der Nächste! Du bist tot! Was ist denn los? Sie macht ja gar nichts. Ja, ich bin schon umgekippt. Irgendwie klappt das mit dem Heilen nicht. Es geht nicht anders. Wir müssen die beiden ausschalten. Da kommt jemand. Petrov! Eindringlinge! Wie geht? Was für ein dicker Brocken! Ja, die werden hier draußen ziemlich groß, was? Okay. Weg! Ups. Einfach was machst du? Es ist die Questorin. Hä? Warte, das ist sie. Sauberer Treffer. Nicht erledigt. Ich kann nicht.
ab. Kommt wieder zu Atem. Jetzt bist du zermalmt. Moment! Du bist erledigt. Ich habe nicht Kontakt. Ich versuche mich zu heilen, es klappt aber nicht. Ich kann aber nicht, wenn ich laufend hier angegriffen werde und du bist mir keine Hilfe. Ich muss mich heilen. Oh mein Gott. Es geht nicht anders. Wir müssen die beiden ausschalten. Da kommt jemand. Petrov, Eindringlinge! Wie geht? Was für ein dicker Brocken! Ja, die werden hier draußen ziemlich groß, was? Ach, jetzt bring ich auch noch! Nein, eigentlich nicht. Sie ist weg. Ich sehe sie. Ich hoffe, sie zeigt bald ihr Gesicht. Die Questorin ist zurück. Ich bin dran. Wieder brenne ich. Gott. Erster Bossfight, wirklich. Oh Mann. Verzeih, es geht nicht anders. Wir müssen die beiden ausschalten. Da kommt jemand. Petrov, Eindringlinge. Wie geht? Was für ein dicker Brocken. Ja, die werden hier draußen ziemlich groß, was? Gut, bitte meiner Schusslinie! Schieß doch mal auf ihn! Ich
noch stehen. Heil dich. Ich kann mich nicht heilen. Jetzt muss ich irgendwie, und den Dicken da. Ich muss ein bisschen laufen. Wo sind denn alle? Hab sie. Meine Güte. Wie alt ist dieser Ort wohl? Welcher Teil? Wir erbauen uns auf den Schultern unserer Vorfahren. Oder auf den Knochen der Unterworfenen. Ist letztes. Ich bin kaum der Richter, über die Vergangenheit zu urteilen. Okay, ab durch die Tür. Mein lieber Scholle. Das war jetzt ein Kampf. Kein Kampf, ein Krampf. Ja, warte. Akte 3. Ich dachte, hier gäbe es etwas. Wegen ein Punkt, ein Geheimnis. Bist du sicher, dass das der richtige Weg ist? Ja, relativ sicher. Okay, wenn er das sagt, wir vertrauen ihm mal. Der Boden fühlt sich locker an. Dann pass auf, wo du hintrittst. Luther! Verdammt, gib mir eine Sekunde. Hier ist es echt rutschig. Pass auf, dass du nicht... Ab in die Schlangengrube. Eieiei. Hast du etwa nicht aufgepasst, wo du hintrittst, Luther? Er hat einen Zippo dabei. Okay. Das würde ich gerne einen Punkt. Wieder im Dschungel. Wo sind die Tiger? Oh, was ist los? Was habe ich gesagt? Das Camp sollte gleich hinter dem Kamm sein. Mhm. Komm schon.
Ja, warte. Ich muss gucken. Keine Ahnung, Mann. Es ist soweit. Zieh deine Socken hoch, damit es dich gleich nicht aus ihnen raushaut. Bereit? Da ist ja mein schönes Schiffchen. Morningstar. Die Morningstar. Okay, ich geb's zu. Wirklich majestätisch. Vincents Lieblingsspielzeug. Das hole ich mir. Und falls du willst, könnte ich Hilfe gebrauchen. Wieso bist du eigentlich so hinter Vincent her? Er hat mir jemanden weggenommen. Ich kenne das Gefühl. Und? Erzählst du mir jetzt, dass Rache sich nicht lohnt? Dass sein Tod sie nicht lebendig macht? Bitte. Kenn ich schon. Ich bin kein Prediger. Aber Vincent ist ein gerissener Schweinehund. Ein harter Brocken. Den du vielleicht nicht überlebst. Auge um Auge. Sein Leben für ihres, er ist mein. Ich habe eine Rechnung zu begleichen. Du bringst mich zu Vincent. Bleib bei mir. Und dieser aalglatte Mistkerl läuft uns schon über den Weg. Aber zuallererst brauchen wir das Schiff. Okay. Hoffentlich legt er uns nicht rein. Noch ist er sympathisch. Sag mal, war es wirklich dein Plan, im Alleingang das Camp zu stürmen und Vincents Luftschiff zu stehlen? Ich hab ne Plan. Der hat mir alle Infos verschafft, die ich brauchte. Und hey, jetzt habe ich ja dich, oder? Ein Grabräuber und noch dazu ein Glücksspieler. Ich glaube eben an das Gute im Menschen. Warte, ich konnte hier was machen. Das hat sicherlich einen Grund. Wir haben nicht ewig Zeit. Jetzt warte mal. Seht ihr? So, was können wir machen? Schattenfähigkeit der Bosse. Ja, wir brauchen überall jetzt 2 Punkte. Verbessertes Spähen. Mit Hilfe von Spähen werden Sammelobjekte hervorgehoben. Drittes Auge kostet 2. Weitersprung, die Sprungenergieanzeige ist erhöht. Das ist schon 3. Und hier parieren. Ausweichangriff, ich bin zu blöd für Ausweichen. Aber parieren wäre nicht schlecht. Wir nehmen mal das. Okay. Komm
schon, wir müssen weiter. Ja, ich komme. Kamera. Aber... wieso kann ich nicht springen? Oder kann ich hier irgendwo entlang? Da bin ich. Los geht's. Ja. Ups. Komm. Irgendwelche Anomalien? Okay, weiter. Auf geht's. Da vorne sind Aufsteiger. Schon wieder? Halt, kein Durchgang. Der Zugang zum Camp ist bis auf Weiteres gesperrt. Komm, wir müssen durch das Camp tanzen. Was sollen die ganzen Vorsichtsmaßnahmen? Es wird Questoren in der Gegend geben. Das Tor bleibt zu, bis es Entwarnung gibt. Das ist doch Kacke. Ich habe einen Haufen Ausrüstung zu verladen. Das kannst du gerne mit Mila klären. Nach der Entwarnung. Ja, verlass dich drauf. Komm schon. Ich komme doch. Unfassbar. Also, hast du schon mal so ein Ding gefahren? Okay. Also, der Turbin springt in deinen Verstand und deinen Körper und übernimmt die Kontrolle. Warum kann ich dir nicht aufhalten? Weil du nicht mal dort bist. Niemand weiß, was passiert. Und alle, die es durchgemacht haben, erinnern sich ergeblich nicht. War schon mal gut. Feuer, haltet Abstand. Das passiert. Okay. Nächstes Mal. Ich lasse mich von keinem Questor mehr kontrollieren. Ruhe und Selbstbeherrschung werden uns den Sieg bringen. Gibt's schon eine Spur von Ihnen? Mir geht's gut. Ich glaube, der Angreifer ist noch da draußen. Okay, es wäre so ein Brocken. Zeig dich. Alter, irgendwas hat mich dazu gezwungen.
sehen. Wieso kann ich das jetzt nicht nochmal machen? In diesen Kopf mogelt sich niemand mehr rein. Kommt nicht nochmal. Bei ihm haben wir keine Chance mehr. Oh. Aber vielleicht geht er ja mal da hinten hin. Ja, geh mal in die Richtung da. Wieso kann ich nicht? Ich dachte, ich hätte... Komisch. Das gefällt mir... Mann. Ich hab nichts gefunden. Bin auf alles gefasst. Okay. Was denkt sie sich dabei? Nicht viel. Ich halte Ausschau nach Questo. Kontrolliert dich. Schnappt sie im Gras. Warte, das ist sie. Seht ihr sie? Sie entkommt uns nicht. Muss in Bewegung bleiben. Okay, das hat auch nicht funktioniert. Mich legt niemand um. Okay, der Kampf ist noch nicht vorbei. Ja, es ist halt so ein Dickerchen, ne? Der kräftiger Bursche. Standhaft bleiben. Wo sind denn alle? In Bewegung bleiben. Siehst du was? Nur ich, was? Hätte
es wissen müssen. Werden benutzt. Müssen uns wehren. Oh Mann. Mich legt niemand um. Ich lass die Questorin nicht wieder rein. Wo sind denn alle? Achtung, sie dringt in unsere Köpfe ein. Muss in Bewegung bleiben. Ist er tot? Nein, noch nicht. Nix. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Es gab ein Update. Heute. Nicht die Kontrolle verlieren. Hat nur noch wenig Leben. Ja. Ihre eigene Ausrüstung. Sehr schön. Ich war so in Feierlaune. Du bist verbuggt. Du hast gar keine Waffe in der Hand. Ja, Verzeihung. Ja. Gut. Weiter. Du scheinst dich hier auszukennen. Gehen wir. Pardon? Du bist ein bisschen blöd. Ja, es gab ein Update. Oh, da ist wieder was zum Sammeln. Gut. Akte 4. Gut, ihr Lieben, das soll es aber für diesen Part gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentare, Tipps und Tricks, immer würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part geht es dann weiter. Bis dahin. Adios.